Heute möchte ich mit euch über das Analeisen sprechen. Und zwar gibt es für die Enkaustik-Maltechnik spezielle Maleisen. Auf dem Markt haben wir im Moment drei verschiedene, glaube ich, soweit ich weiß. Einmal dieses hier, das ist ein etwas älteres Modell, und das ist ein neueres Modell, sowie ein rotes Maleisen. Das habe ich aber nicht zur Verfügung, um es zu testen. Was ist jetzt Besonderes im Gegensatz zu einem Bügeleisen, fragt ihr euch jetzt. Ist ganz einfach. Wie ihr seht, dieses Maleisen sieht schon sehr gebraucht aus. Der Wachs, der fließt, wenn ihr mal schaut, ne, der fließt überall hin, der Wachs. Und wenn ihr jetzt da zum Beispiel ein normales Bügeleisen nehmen würdet, würdet ihr dann, wenn ihr Pech habt, 50-50 Chance, sage ich mal circa, ist es dann, dass ihr dann einen Kurzschluss habt, weil die normalen Bügeleisen keine spezielle Versiegelung haben. Und wenn das Wachs dann irgendwo reinfließt, dann habt ihr auch so einen Kurzschluss. Außerdem im Vergleich dieses Maleisen zu einem Bügeleisen ist der, bei dem Bügeleisen habt ihr manchmal eine Teflonbeschichtung oder ihr habt sogar hier Löcher drin. Hier seht ihr, hier ist weder eine Beschichtung noch sind hier Löcher. Das heißt, da kann man gut mit arbeiten. Des Weiteren ist es natürlich so, dass die Temperatur von diesem Maleisen, so wie ihr die einstellt, bleibt und nicht wie beim Bügeleisen mal hoch, mal runter sich verstellt. Von der Handhabung her, das ältere Maleisen hat hier das Kabel noch hinten. So, hier, das hat das Kabel noch zu hinten. Bei dem neuen Maleisen, das finde ich sehr schön, da ist jetzt das Kabel hier hinten. Man kann es sogar hier oben festmachen, wenn man möchte. Des Weiteren kann man dieses Kabel, ob man rechts oder links Sender ist, jeweils hier verstellen. Das heißt, wenn ihr damit malt, ist es nicht im Weg. Zusätzlich male ich mit dem Maleisen meistens so. Ich packe es hier unten an. Da habt ihr auch bei dem neuen Maleisen das Gefühl, ihr arbeitet mit einer Maus. Das soll aber auch so sein. Man ist es ja mittlerweile gewohnt, mit der Maus zu arbeiten, denke ich mal. Ne? Das wäre jetzt erstmal zu diesem Maleisen zu sagen. Man kann dieses Maleisen auch auseinandernehmen. Da kann man da auf die Malplatte arbeiten. Und da habt ihr hier oben, da habt ihr so einen Hebel, den drückt ihr runter, dann zieht ihr das raus. Dann habt ihr hier so eine Kerbe. Das heißt, das Maleisen macht ihr mit dieser Kerbe hier oben rein. Dann klickt es, hört ihr? So, und wenn es geklickt hat, heißt es, es ist fertig und ihr könnt es einmal umdrehen. So, wenn ihr es so umgedreht habt, könnt ihr hier drauf malen. Das heißt, ihr könnt hier das den Malwachs drauf machen oder halt auch die Malkarten. Oder. Das machen wir alles noch im Laufe der Zeit. Hier wollte ich jetzt euch erstmal das zeigen. Ja, bei dem älteren Modell ist es eigentlich ganz genauso. Ihr habt hier nur diesmal hier hinten den Hebel, den zieht ihr dann zurück. Und dann könnt ihr das genauso reinigen, wie ich bei dem Maleisen immer erst ein bisschen Zeber oder das übliche Haushaltsrolle halt, ne? Da streiche ich das ab. Dann hier die Oberfläche, um die richtig sauber zu kriegen und auch die Rillen, empfehle ich immer einen klaren Wachs. Das kann man damit sehr gut machen. Hier in diesen Rillen, ne, wie ihr seht, da ist eine richtige Abflussrille. Die muss man zwischendurch beim Malen auch noch schön sauber halten. Da gehe ich dann mit einem Zebertuch rein und mache das sauber. Ja, das war es dann auch schon zu dem Maleisen und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und verbrennt euch nicht. Tschüssi!